Here you are at the rugby rock just up there. You're too slow. I'm not that healthy, so it's time to turn. But yeah, that's the way it is. It's a really, really beautiful ski tour, but now it's time to go home. All right, see you down there. Ja, das haben wir da gemütlich um 4:30 gestartet und in einem sehr entspannten Tempo zum Rimpfeschorn auf. Nach der nicht so wahnsinnig aus, weil die Hütten total voll war und wir da irgendwo auf dem Boden geschlafen haben. Aber wir sind da doch dann wirklich aufs Rimpfeschorn aufgekommen und haben eine gute Abfahrt erwischt. Und dann haben wir jetzt schon. Ja, nachdem wir das Rimpfeschorn bestiegen haben und damit die Akklimatisation soweit abgeschlossen haben, sind wir gemütlich nach Chamonix gefahren und haben zwei ganz entspannte Tage genossen und haben uns dann am 2. Juni um 1.45 Uhr in der Nacht am Tunnelportal getroffen und haben uns um kurz vor zwei dann auf den Weg gemacht Richtung La Para. Ja, und wir haben eigentlich auch sofort wirklich einen super Rhythmus gefunden, waren zügig unterwegs, haben nach weniger als einer halben Stunde schon La Para erreicht und sind dann noch weiter am Weg gefolgt, sodass wir dann in der ersten Stunde schon 750 Höhenmeter geschafft haben. Und wir sind dann im Vergleich zum letzten Mal sind wir direkt auf Ski und der Schnee war so unglaublich warm, also so warm. Und deswegen haben wir dann auch an der Chongchon nochmal angeseilt, sind da auch zügig dann drüber gekommen und waren dann eben nach 2 Stunden 40 schon kurz unterhalb vor der Hütte. Ja, wo dann die Sonne aufgegangen ist, haben wir dann schon fast ein Petit Plateau. Wir haben davor schon diskutiert, ob wir über den Nordgrat von Dom du Goutier gehen sollen. Haben aber gewusst, die Nordgrenze liegt ungefähr bei 3.500 Meter und haben es vertretbar gefunden, dann über die zwei Plateaus dort hochzusteigen, trotz der Eisschlaggefahr. Und sind da auch sehr zügig dann durchgekommen, dass wir dann nach unter 5 Stunden schon das Grand Plateau erreicht haben. Und da hat sich dann wirklich die Akklimatisation total ausgezahlt. Wir haben nicht wieder höchstens wenig gespürt und sind wirklich recht zügig dann aufgekommen zum Balobiwak und Tier auf Bunden. Das Team dann auch wieder aufgeschlossen, ja, schon ziemlich glitten davor. Und wir haben uns dann aber schon mal auf den Weg gemacht. Ist gut. Ich war ganz oben, oder war ich da? Ja, jetzt gehen wir da auf und dann eigentlich schon weiter. So die Idee. Und es ist ja wirklich so, dass du irgendwie nach doch irgendwie doch 2500 Höhenmetern auf Ski dann irgendwie froh bist, wenn du auf Steigeisen laufen kannst. Das ist doch irgendwie eine andere Bewegung und ja, irgendwie ist, dann freist du dich tatsächlich darauf, dass du jetzt diesen Bossesgrat nur aufgelaufen darfst. So komisch wie das klingt. Ja, und dieser Bossesgrat, der zieht sich doch noch und geht immer wieder auf und wieder runter. Aber
ja, es ist wirklich gut gegangen und das ist, ja, wo ich dann da über die letzte Schneekuppen drüber bin, das ist, ja, das war heute mehr gerne. Ich bin auf den Alex zugerannt und das war so ein unbeschreibliches Gefühl, nach diesen vielen Höhenmetern und diesem Gipfel zu stehen. Und ja, es waren die Tränen und das Lachen, das war wirklich unfassbar. Und ja, nachdem wir da alles in der Gipfel waren, sind und da die Nordwand hinterfahren, die ist noch echt steil, sicher 50 Grad zum Teil. Und ja, wirklich grauenhaft, Abfahrt dann auf dem Weg nach unten in der Jonction, war es schon ziemlich, ja, marode und zum Teil Spalten schon offen. Ja, dann ist wirklich heilfroh, wie wir da wieder an diesem Schuhdepot waren. Also da ist mir wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, nachdem wir dann da wieder Montur gewechselt haben, sind wir da gemütlich zum Tunnelportal wieder alle gelaufen. Die Jungs haben da ihr Auto gehabt und ich bin dann da bis nach Chamonix gelaufen. Und ja, somit dann ein perfekter Abschluss. Sei du selbst.